Herzlich willkommen in der dritten Woche unseres Kurses über verteilte Verarbeitung, programmiert mit Java. Jetzt in den nächsten zwei, drei Videos geht es darum, dass wir die Daten in das reaktive System reinkriegen und falls das reaktive System auf irgendeine schlaue Idee kommt, auch die Daten vom reaktiven System wieder rauskriegen. Und das Programmierkonzept, was wir dafür in den allermeisten Fällen brauchen, sind die Java Streams. Hier vielleicht gleich ein Warnhinweis, es gibt in Java zwei Sachen, die als Stream bezeichnet werden. Das eine ist sozusagen datenflussorientiertes Multithreading, das sind so die Streams, die an Collections dranhängen oder die man auch einzeln verwenden kann, also mit dem Ziel Parallelverwaltung, Parallelverarbeitung, so ein bisschen funktionale Konzepte nach Java reinzuziehen. Die Streams, die ich hier bespreche, sind schon ganz alt und seit Java 1 in der Sprache drin. Und das sind die Streams, mit denen Sie Ein- und Ausgabe machen können. Letzten Endes also über Sockets, über Dateien, über Pipes, über alles, was sozusagen Daten entgegennimmt oder wo Sie Daten herkriegen können. Also die Streams sind gemeint, nicht die Parallelverarbeitungsstreams, die es ab Java 8 gibt. Gut, schauen wir uns das mal an, genauer. Grundsätzlich haben Sie zwei verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Daten in ein reaktives System reinkriegen und wie Sie die Daten aus dem reaktiven System wieder rauskriegen. Das eine ist stromorientiert, das wollen wir uns heute anschauen, und man kann auch paketorientiert arbeiten. Jetzt ist die Frage, was ist stromorientiert? Wie hat man sich das vorzustellen? Stromorientiert bedeutet, es gibt einen Sender und einen Empfänger. Und zwischen den beiden ist mindestens ein Übertragungskanal. Dieser kann in eine Richtung sein. In der Grafik sehen Sie es in zwei Richtungen. Also das heißt, der Sender kann dem Empfänger was schicken und der Empfänger kann dem Sender wieder was zurückschicken. Man kann auch einen Kanal bauen, der nur in eine Richtung geht. Das heißt, Sender schickt Empfänger was, Empfänger kann aber nicht reagieren. Also in der Grafik in beiden Richtungen. Man kann sich das vorstellen wie so eine Standleitung, also quasi wie ein elektrisches Kabel, wo die beiden fortlaufend dem anderen Daten schicken können und also wo man zum Beispiel so ein Request-Reply-Szenario machen kann. Aber wie gesagt, das ist ein kontinuierlicher Datenstrom mit einer festen Verbindung. Also feste Verbindung ist hier wichtig. Und beide kennen sich gegenseitig, ist vielleicht nochmal wichtig. Also Sie können das immer paarweise zwischen zwei Kommunikationspartnern aufbauen. Sowas wie 1 zu N ist damit nicht möglich. Also jetzt kommen wir zur paketorientierten Kommunikation. Das heißt, die muss ja irgendwie anders sein. Während sich das stromorientierte so ein bisschen anfühlt wie ein Telefongespräch, fühlt sich das paketorientierte eher an wie Briefe schreiben oder E-Mails schreiben. Also das oben ist so ein bisschen eher synchron, unten das ist komplett asynchron. Der Sender kann dem Empfänger ein Datenpaket schicken und der Empfänger kann dem Sender ein anderes Datenpaket zurückschicken. Es besteht aber keine fortlaufende Verbindung zwischen den beiden, sondern die Pakete werden irgendwie durch ein Netzwerk verbreitet oder geroutet. Wenn Sie in moderne Netzwerkprotokolle reinschauen, werden Sie sehen, eigentlich sind alle sind die Kommunikationsprotokolle des Internets, also sprich das IP-Protokoll, eigentlich alle paketorientiert. Nur höhere Schichten machen daraus sowas stromorientiertes. Also man kann sozusagen Mix machen sogar. Also paketorientiert heißt keine feste Verbindung zwischen den beiden. Die Datenpakete werden unabhängig geroutet über das Netz. Also es kann sein, dass zum Beispiel ein Paket ein anderes überholt oder eins verloren geht, ohne dass man es merkt. Und ich habe aber damit die schöne Möglichkeit, dass zum Beispiel ein Sender auch mehrere Empfänger gleichzeitig erreichen kann. Oder dass mehrere Empfänger gleichzeitig dem Sender was schicken können, ohne dass man dann Riesen-Hokuspokus aufbauen muss. Also was wie ein Multicast oder ein Broadcast ist mit solchen paketorientierten Sachen eher möglich, weil sie mit stromorientierten Verfahren ja eine direkte Verbindung brauchen. Also es ist ein Unterschied zwischen stromorientiert und paketorientiert. Und bei der Protokollebene kann man sagen, also wenn Sie so die Internetprotokolle anschauen, ist das oben eher so TCP und das untere eher so UDP. Und beides basiert auf dem paketorientierten IP. Das sind so die grundlegenden Internetprotokolle. So, nochmal ganz kurz zu den Eigenschaften. Also stromorientiert, verbindungsorientiert, was heißt das? Ich habe eigentlich das meiste wahrscheinlich schon erzählt. Stromorientiert heißt feste Verbindung zwischen Sender und Empfänger. Fest geroutet und dauerhaft bestehend. Also das heißt, wenn ich sie beenden will, muss ich sie explizit abbrechen. Und dann kriege ich auch beide Seiten Exception. Ich kann es unidirektional oder bidirektional machen, habe ich dargestellt. Kommunikation ist seriell, das habe ich nicht dargestellt bisher. Das heißt, es wird ja sozusagen bitweise übertragen. Die meisten
Also wenn Sie jetzt in moderne Hardware reinschauen, sind die meisten Übertragungen inzwischen seriell, selbst wenn es parallel aussieht. Also auch die Hardware in Ihrem Rechner ist meistens seriell angeschlossen. Das heißt zum Beispiel SATA, wie das Protokoll, wo Ihre Festplatte oder Ihre SSD angeschlossen ist, das nennt sich Serial ATA. Also auch da sind mehrere Kanäle zwar parallel, aber die sind alle für sich genommen seriell als Beispiel. Also moderne Kommunikationswege sind also meistens seriell gemacht. Egal, wer mit wem kommuniziert. Und seriell bedeutet, Sie haben eine komplexe Objektstruktur, die müssen Sie platthauen in ein Byte Array und das Byte Array können Sie übertragen. Auf der anderen Seite können Sie das Byte Array wieder aufpusten zu den Datenstrukturen, die Sie ursprünglich hatten. Dazu mache ich aber nochmal eine Reihe eigener Videos, weil das ein ganz eigenes Thema ist, das Thema Serialisierung. Wenn man das TCP-Protokoll anschaut, als ein Vorbild, das ist zuverlässig. Das heißt, ich merke, wenn ein Paket verloren geht und die Pakete kommen in der richtigen Reihenfolge an. Das stellt mir das Protokoll sicher. Das habe ich bei diesen strommontierten Sachen ja auch. Kann sich ja vorstellen wie so ein Gartenschlauch. Also wenn ich jetzt am einen Ende blaue Farbe reinkippe, gehe ich ja davon aus, dass die blaue Farbe irgendwann am anderen Ende rauskommt. Und wenn danach grüne Farbe kommt, dann habe ich erst blau und dann grün. Also Reihenfolge bleibt erhalten. Wie bei einem Gartenschlauch, wo Sie sozusagen Flüssigkeit durchleiten. Und zum Teil haben alte Telefonnetze noch so funktioniert. Heutzutage ist eigentlich alles, was Sie auch im Telefonverkehr haben, paketorientiert. Aus verschiedenen Gründen, weil sich das effizienter bauen lässt. So, paketorientiert, keine Verbindung. Das heißt, ich habe so ein Fire and Forget. Sender schießt was los und kann dann was anderes machen und muss nicht auf eine Antwort oder ein Acknowledge oder sowas warten. Und das Paket wird durch das Netzwerk geroutet. Also das ist dem Sender völlig wurscht, wie das übertragen wird, das Paket. Und ich kriege halt einen Multicast, einen Broadcast hin, habe ich gerade schon erzählt. Sie können sozusagen ein Paket an eine Teilmenge aller angeschlossenen Rechner schicken oder einfach an alle, das für einen Broadcast. Und es ist unzuverlässig, wenn ein Paket verloren geht, merken Sie das mit Bordmitteln erstmal nicht. Also Pakete sind, also wenn Sie nichts tun, sind die weder nummeriert, noch stellen Sie fest, ob irgendetwas verloren gegangen ist. Also da muss man dann selber eine Schicht draufbauen, die das dann wieder feststellt. So, und so funktioniert eigentlich normale moderne Telefonie. Und bei einer Telefonie, ehrlicherweise macht es ja nichts, wenn da mal ein Datenpaket verloren geht. Dann ist die Stimme vielleicht ein bisschen klirriger oder sowas, oder es leiert vielleicht ein bisschen. Oder auch in einem Videostrom merken Sie es häufig gar nicht, wenn da mal was weg ist. So. Das Schöne an Java und auch vielen anderen Programmiersprachen ist jetzt haben die für diese stromorientierte Kommunikation, um die es heute ja ging, jetzt einheitliche Abstraktionen geschaffen. Das heißt, in der Programmiersprache gibt es so ein Objekt oder ein Interface oder was ähnliches oder ein Konzept, was sozusagen diese serielle Kommunikation für sie programmierbar macht. Und das Hübsche daran ist, ich kann dann seriell kommunizieren, also das Programm kann ich einmal schreiben und dann kann dieses dasselbe Programm, nur wenn man dem sozusagen eine andere Implementierung unterjubelt, dann mit einem Socket kommunizieren, in eine Datei schreiben oder auf die Konsole was ausgeben. Oder ganz andere Datenquellen bedienen oder Datensinken bedienen. So. Datenquelle, Datenziel ist in Java jetzt. Java hat da sozusagen zwei Sorten, unterscheiden die, und zwar einen Strom von Bytes. Also 8-Bit sozusagen, oder von Zeichen. Das sind, wenn Sie nix angeben, sind das Unicode-Zeichen mit 16-Bit. Genau, mit 16-Bit. Und da gibt es auch zwei verschiedene Klassenhierarchien dafür. Also für byteweise oder Binärkommunikation und für sozusagen textbasierte Kommunikation gibt es also zwei verschiedene Klassenhierarchien. Und die Klassen, das werden wir uns gleich natürlich anschauen, haben alle also Sie sehen an dem Interface, dass es seriell ist. Da gibt es Methoden wie WriteByte oder ReadByte oder Write-Zeichen, Read-Zeichen. Sehen Sie gleich, spätestens in der Demo in IntelliJ. Und dieser Stream abstrahiert Ihnen ein Socket, also dass Sie über das Netzwerk sprechen können, oder ein Dateihandle oder die Konsole. Also alles gleichermaßen programmiert, Sie müssen nur eine andere Implementierung drunter hängen. Und da ist in Java ein ziemlicher Zoo entstanden. Also schon im JDK 6, also die Folie habe ich erstmalig hergestellt zum JDK 6. Im JDK 6, jetzt sind wir ja bei 15, glaube ich, zum Zeitpunkt, wo das Video aufgenommen wird. Könnte auch schon 16 sein. Damals gab es schon 60 verschiedene Stream-Klassen und Interfaces, also ein wahren Zoo. Ist natürlich auch klar, die Realität ist komplex und das muss sich ja irgendwie in der Software wiederfinden. Also das
wenn Sie es genau anschauen und Sie überlegen sich, was könnte man jetzt weglassen, ist da eigentlich wenig da, wo Sie sagen können, die ist jetzt völlig überflüssig, die Klasse. Also die meisten Sachen brauchen Sie, weil die Welt halt komplex ist. Also es ist nicht schlimm, dass es komplex ist. So ist es halt. Und was ich machen kann, das Schöne ist, wie ich, genau, ich kann ja, wenn Sie sich so einen Gartenschlauch vorstellen, wo Sie quasi seriell Wasser übertragen, können Sie in diesen Wasserschlauch ja auch verschiedene Zusatzgeräte einbauen, sowas wie einen Rasensprenger, Wasserspielgeräte. Und genauso können Sie auch in den Datenstrom verschiedene Filter einbauen. Zum Beispiel könnte ein Filter eine Kryptofunktion enthalten und den Datenstrom kryptifizieren, wenn Sie den übertragen. Oder Sie bauen einen Filter ein, der aus dem großen Menge Daten einen SIP-Datenstrom macht und einfach die Daten irgendwie komprimiert. Also all das ist möglich durch so eine Filterarchitektur. Es steckt letzten Endes das Decorator-Pattern dahinter. Okay, schauen wir uns das mal an. Was gibt es jetzt in Java? Also ich kann Konsole und Tastatur einlesen, Dateien, Hauptspeicher. Ich kann auch beide Arrays auslesen, auch dafür gibt es eine Klasse. Pipes kann ich programmieren. Sockets natürlich, das werden wir ausführlich machen in ein, zwei, drei eigenen Videos. Und ich kann natürlich noch Streams machen für spezielle Audio- oder Videokommunikation oder XML-Ströme. Also all das, was sozusagen die Realität gerade hergibt, kann ich auch, finde ich, irgendwie als Stream in Java wieder. So, das war mal so ein grober Überblick über das, was es gibt. Und wir werden uns jetzt in den nächsten Videos anschauen, wie man das programmiert. Und ich habe versucht, die moderneren APIs zu verwenden. In vielen Schulungsvideos im Internet finden Sie noch so quasi die alten Funktionen aus dem JDK 1.0 mehr oder weniger. Also das ist der Versuch, korrigieren Sie mich, wenn Sie was Neueres gefunden haben, mit dem JDK 11, das ist ja so das die Long-Term-Support-Version, also alles basiert auf JDK 11 zu machen. Also dann viel Spaß bei den weiteren Videos.